Halt einfach, dass man ein bisschen Licht hat und sieht, was hier draußen nun los ist. Klar, so richtig viel bringt es nicht, das darf man jetzt nicht erwarten. Also, das ist mir auch klar. Ne? Aber zumindest ein bisschen was. Mhm. Da sehen wir gerade, da ist noch dieser eine Fehler, den wir noch ausbügeln müssen mit dem Licht. Sehr schön. Genau, dann hier vorne. Ja, hier geht's jetzt halt schlecht, ne? Ja, es ist schade. Muss mal gucken, wie man das jetzt hier löst. Ja, man könnte es da oben anbringen. Ich glaube, ich würde hier unten halt auf jeden Fall zumindest noch mal eins anbringen, weil hier die Einfahrt ist. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau, links, rechts. Dann haben wir hier das schön beleuchtet und sehen, wo wir halt rein müssen, wenn es Nacht ist. Ja, ich glaube, das ist ganz okay. So, Lackierpistole nochmal wählen. Ja, ist er. Doch, doch, es war die. Sehr schön. Siehst du, schon fertig. Haha. Könnte natürlich so ein dunkles Grün wählen, habe ich überlegt, ne? Das hätte auch was. So von außen. Ich finde Grün relativ, also eigentlich eine sehr schöne Farbe. Das ist dann schon so ein bisschen getarnt. Das hat was. Warum nicht, ne? Oh ja, das sieht richtig gut aus. Kurz hier die Drohne wählen. Dass sie das auch mit umlackiert. Also zumindest hier diesen Fahrzeugbunker. Ob ich jetzt den Rest dann entsprechend umlackiere, weiß ich noch nicht. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ja. Ich wollte gerade sagen, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Ja gut, man könnte jetzt höchstens sagen, wir machen das hier unten irgendwie rot. Ja. Dass man das richtig sieht. Entsprechend. Das kann man machen. Oder beziehungsweise eher weiß, ne? Wenn dann eher weiß. Ja, doch, so sieht es besser aus. Genau. Und das hier würde ich jetzt, glaube ich, auch dann einfach in grün machen. Das sieht, denke ich, besser aus. Weil mir das Muster gar nicht gefällt. Das müssen wir gleich nochmal ändern. Ja, sieht irgendwie ziemlich schräg aus. Ich glaube, bei so einem Computerraum oder sowas, da kannst du das machen. Aber hier bei so einem richtigen Gebäude... Es wirkt halt so, als ob das einfach so wie damals bei dem Spiel so diese Gitteransicht ist, ne? Gab es ja früher bei manchen Spielen, konnte das dann aus wie ein Drahtgittermodellansicht. Haben sich ja gefreut, guck mal, wie geil, cool. Ja, da war es einfach nur halt das Wire-Modell, was man sich anschauen konnte. Ziemlich langweilig eigentlich, aber früher fand man das noch interessant. Weißt du, bei Virtual Fighter 2 war das, glaube ich, da konntest du diesen Wire-Mode aktivieren, Bobblehead und alles mögliche. Ja, auch schon Ewigkeiten her. So, dann kurz die Texturierungspistole, genau. Dann mal gucken. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, diese kleinen, ne? Wenn wir hier diese großen nehmen. Ach, toll. Das ist ja super. Dann nehmen wir das hier von außen, komm. Machen wir das. Da kann ich das dann auch gleich in der Farbe lassen. Wobei ich... Achso, es kommt wieder auf den Stein drauf an, was er daraus macht. Ah, okay. Ah ja, jetzt verstehe ich's. Praktisch die Eckmodelle werden quer gemacht, das andere dann so. Ist ja doof. Na egal. Nicht so dramatisch, das kriegen wir noch hin. Jetzt muss ich nur alles wieder ändern. Ja, irgendwie... Schade, dass er dann dabei, jetzt beim anderen Texturieren, die Farbe rausnimmt. Aber eigentlich ist es auch logisch, wenn du eine andere Textur drauf packst, ne, dann ist halt auch entsprechend die Farbe weg. Macht also schon wieder irgendwo Sinn. Leider, 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 muss ich sagen, klingt's logisch. Hm. Schade.
Ja, genau. Das macht mich glücklicher. Genauso wie das hier. Halt, nein, das geht gar nicht. Warte mal, da müssen wir irgendwas anderes nehmen. Wenn ich das jetzt rausnehme? Das geht nicht. Ah, das ist halt das jetzt, ne? Gut, aber das werde ich zumindest... Hallo? Ach, das ist, glaube ich, weil... Dass da unten Holz ist. Ah, ja, das kann sein. Genau. Ach, zumindest das nochmal hier in der Farbe. Das ist jetzt halt echt doof, ne? Wie machen wir es am ungünstigsten? Ätzend. Ich kann natürlich jetzt hier oben drauf. Also das verlegen, ne? Das hätte auch was. Es hätte so ein bisschen mehr was von dem Weg. Na, wenn wir da jetzt noch so Geländer drauf packen, warum nicht? Haben wir nicht Geländer? Ich bin der Meinung, es gab doch auch Geländer, oder? Ja. Ich sehe gerade hier. Das muss auch wieder geändert werden. Das geht gar nicht. Oh, okay. Also Stahl können wir nochmal ganz anders machen. Na, da sehen wir dann, dass wir hier teilweise echt noch Beton dazwischen haben. Warum habe ich eigentlich Stahlblöcke da genommen? Das frage ich mich jetzt auch. Zu viele unterschiedliche Materialien, würde ich sagen, ne? Ja, definitiv. Das müssen wir beim nächsten Mal dann ändern. Das darf dann nicht mehr passieren. Ja, nicht so dramatisch. Okay, ich kann das nicht ändern. Na gut, okay. Passt. Soll mir recht sein. Was haben wir hier? Ach ja, ist ja kein Holz. Na egal, lassen wir das. Kann ich beim Fenster was ändern? Das hätte mich jetzt auch gewundert. Okay. Und ich denke, das ist soweit in Ordnung, ne? Treppe sieht abgestürzt aus, passt also, hoffe ich. Und mit der Decke und allem sollte das eigentlich auch okay gehen. Und dann können wir hier oben drauf dann entsprechend anfangen, diesen Jet zu basteln. Würde ich erstmal, weil die Landeplattform noch nicht fertig ist, hier hinten machen. Dass wir da entsprechend ansetzen. Genau, wir müssen ja erstmal das Starter-Kit platzieren. Genau, so. Da haben wir es. Ich sage mal erstmal hier ganz normal. Nee, nicht Betonblöcke. Nein, hör bloß auf, ey. Sag genau das. Wir können den ja gleich umplatzieren. Also zumindest bin ich der Meinung, hätte ich da was gesehen, dass das funktioniert. Das heißt, das werden wir gleich mal ausprobieren. Weil ich möchte natürlich den eigentlich nicht da unten haben, ne? Das ist irgendwie klar. Nein! Nein! Fuck! Oh Mann, ey, ist das ätzend. Sorry. Naja, zum Glück bleibt das Ding da schweben, ey. Da muss ich auch wirklich noch die Treppe benutzen, weil das Jetpack nicht so weit reicht. Oh. Gut, vielleicht sollten wir es doch nicht da oben drauf basteln. Das scheint jetzt nicht so gut zu sein. Warte mal, habe ich nicht noch hier näher Beton kurz. Hä?
Okay. Seltsam. Aber wir haben jetzt noch gar nicht alle gebraucht. Das heißt, die Nieder können wieder ganze Blöcke wählen. Genau. Wunderbar. Also nochmal das Ganze, ich hoffe. Wir haben diesen Starterblock noch, oder hat er den zerlegt? Nee, den hat er zerlegt. Na, klasse. Ach, Mann, ey. Ich dachte, man könnte den im Ganzen abbauen, nicht, dass man den dann in jedem kleinen Mini-Bestandteil entsprechend abbauen muss. Das heißt, nochmal ein. Elektronik, packen wir mal da rein. Eigentlich müsste er jetzt alles haben. Na, er baut es trotzdem. Das ist der Kern, ne? Kann ich das dann nicht auch ohne das bauen? Oder braucht er das dann unbedingt? Ich will das mal so bauen. Weil eigentlich ist ja dieser Kern nur wichtig. Jetzt ist natürlich die Sache... funktioniert das dann? Was sagt denn der darüber? Ja, weil hier habe ich halt noch einen Kern, ne? Weil das ist halt die Starter, also das Starterding. Aber das Starterding ist letztendlich ja nichts anderes als, dieser Block. Und es sagt halt von der Eigenschaft her, das ist ein kleines Raumschiff. Ja. Was hat das Problem? Du kannst es halt so nicht platzieren. Du musst halt wirklich diesen Starterblock nehmen. Und kann ich jetzt... Wie ist denn das, wenn ich jetzt das stattdessen nehme? Probieren wir das doch mal aus. So. Das geht auch nicht. Achso, nur eins erlaubt. Aktuell ist eins platziert. Also das wäre dann... Ich nehme jetzt den Starterblock. Also ich versuche das mal jetzt irgendwie zu machen. Das machen wir jetzt aber doch hier unten. Okay. Machen wir also hier den Starterblock. Okay. So, stürzt er gleich ab. Gut, dann machen wir es einfach mal so. Ich mache jetzt mal nur diese eine Verbindung, damit ich das gleich einfacher habe, da ranzukommen. So, dann nehmen wir das Cockpit schon mal. Ja. Sagen, damit es halt nicht so schwierig wird. Was hat er denn jetzt für ein Problem? Machen wir das so. Genau. Okay. Erinnert ein bisschen an dieses Jäger-Cockpit bei Space Engines. In ganz leichten Zügen. Ganz, ganz leicht. Nur so ein bisschen, weil es vielleicht langgezogen ist. Okay. Gut, also hätten wir das. So. Dann bauen wir das jetzt ab. Genau. So, jetzt haben wir hier keine Einheit. Jetzt kann ich... Okay. Dann habe ich aber keinen Starterblock. Heißt das jetzt, ich kann das trotzdem fliegen, weil ich habe jetzt diesen Kern und... Okay, das wäre jetzt echt mal interessant, ne? So finde ich jetzt. Ich weiß wahrscheinlich alle anderen so, voll langweilig, kennen wir das schon. Ich finde es interessant.
Das machen wir zentral, finde ich wichtig. Ach, habe ich zwei davon? Ach, das sind. Ach, Hoshi, falsche ausgewählt. Das ist ja der Tank. Der Tank kommt gleich. Der Tank kommt hier hin. Ja. Hier dann der Generator. Ja, den können wir ruhig hinstellen. Dann braucht das nicht so viel Platz. Das finde ich gut. Dann das RCS. Ach so, den Tank. Doch, da hat er den nochmal. Genau, das RCS kommt dann hier drauf. Ach, oder geht das nicht? Ach, das geht es nicht, weil wir keinen Starterblock haben, wohl anscheinend, hä? Echt jetzt? Ach, oh, das ist das Falsche. Echt, ist das Falsche? Scheint so. Das ist anscheinend das Falsche. Warte mal kurz. Ja, es ist dann der. Okay, habe ich jetzt wirklich den falschen gebaut? Gut, ist jetzt ja kein Verlust. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir es das nicht später nochmal gebrauchen können. Wahrscheinlich gleich fertig. Sehr schön. Das wäre ja krass. Dann brauchst du nur diesen Starterblock, fängst dann an, baust den dann ab und hast dann alles. Das wäre natürlich praktischer als jetzt bisher mit dem anderen. Genau. So. Da kommt schon mal hier. Ja, siehst du? Ich brauche neue Energie. Huhu. Gib mir Strom, definitiv. Ich brauche viel Energie. Wo ist er denn? Muss das nicht hiermit irgendwo sein? Das ist. Oh, da haben wir gar nichts mehr von. Da müssen wir Promethium besorgen. Okay. Das würde interessant, aber zumindest haben wir erstmal ein bisschen was. Promethium weiß ich gar nicht, wo das nächste ist. Silizium. Naja, wir finden garantiert noch eins. Gut. Scheinwerfer mache ich jetzt noch nicht. Jetzt hätten wir ja das mit dem Lager, genau. Ja, also ich würde jetzt. Ach, gucke mal. Ja, dann mache ich das hier hinten. Oder? Dann machen wir einen links und einen rechts. Genau, machen wir das so. Okay, wie ist das denn jetzt, wenn ich das Rolltor wähle? Wie breit ist das denn? Oder kann ich das wieder festlegen? Hier, 2x2. Okay. Dann haben wir sogar noch darüber Platz für einen weiteren Tank. Sehr schön. So, und hier machen wir dann so ein kleines hin. Genau. Das ist dann halt so ein kleines, dann extra dafür. Sehr schön. Wunderbärchenhaft. Und dann kommt hier einfach nur noch das drauf. Genau. Können wir dann schon die ersten Schubdüsen mit reinsetzen. Für die Seitwärtsbewegung, ne? Die müssen ja auch irgendwo hin. Ich sag jetzt nicht, das passt wieder nicht. Ach, das sind die falschen. Das ist BG. Habe ich jetzt wirklich nur die ganze Zeit die falschen Teile produziert? Echt jetzt? Ohne Witz? Kann ich gar nicht vorstellen. Ich gucke nochmal nach. Anscheinend schon, habe ich nicht drauf geachtet. Okay, Mist.
Die hätten sein müssen. Dann machen wir 10 Stück davon jetzt. Was soll's. Lass nur ihn das werkeln und dann passt sich das ja. Das passt aber, oder? Ja, das passt. Sehr gut. Aber wir müssen ihn zumindest erstmal zum Schweben kriegen, damit wir dann auch entsprechend das Fahrwerk drunter setzen können. Ja. Ja. Sehr schön. Jetzt, naja, lassen wir ihn erstmal werkeln. Das machen wir dann beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Ich verabschiede mich in diesem Sinne. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.